Pokémon Karmesin ist bereits am gestrigen Tag bei mir eingetroffen, weil die Götter Gnade mit mir hatten. Oder weil die Post früh genug kam. Ist Interpretationssache. Auf jeden Fall habe ich dadurch jetzt die Gelegenheit, euch schon mal über meine ersten 9 Spielstunden in dem Spiel zu informieren. Und das hier wird wirklich nur ein ganz grober Ersteindruck. Ich werde nicht viel in die Tiefe gehen. Ich werde grob meine Gedanken zu Dingen umschreiben, weil ich will noch mal ein Hauptkanalvideo darüber machen. Und wenn ich dann hier jetzt auf jede Kleinigkeit eingehe, würde ich mich erstens die ganze Zeit wiederholen. Und zweitens ist das, glaube ich, auch nicht unbedingt das, was die meisten am Release-Tag hören wollen. Ich denke, viele wollen das erstmal ruhig angehen und das Spiel entweder bei Let's Playern gucken und sich da einen Eindruck über alles verschaffen oder das Spiel selbst spielen. Oder sie lesen eine Review, wo die Leute ja wirklich schon von Anfang bis Ende gespielt haben. Also das hier ist einfach nur unqualifiziertes Gerede von mir für Leute, die nicht genug unqualifiziertes Gerede von mir kriegen können. Fangen wir einfach mal an. Ich werde euch mal nicht super viel jetzt über den Anfang erzählen. Der Anfang ist halt ein bisschen anders als in anderen Pokémon-Spielen, aber folgt immer noch der gleichen Formel. Jemand kommt zu euch nach Hause, gibt euch Stuff, gibt euch dann die Gelegenheit, so ein bisschen eure Pokémon anzugucken und auszuwählen. Die Starter, Felino, Quax und Krokel. Und ich habe mich dann letzten Endes für Felino entschieden. Dann kriegen wir so ein bisschen den Eindruck von unserer Rivalin, beziehungsweise auch Freundin. Das vermischt in dem Spiel so ein bisschen. Bevor wir dann aber so wirklich an die Akademie können, gibt es nochmal ein kleines bisschen Trubel. Koraidon bzw. Miraidon, je nachdem welche Version ihr spielt, ist bewusstlos am Strand und wird von Hundustern weggehauen. Und gute Menschen wie wir sind, wollen wir natürlich dem Pokémon helfen, geraten dabei jedoch in eine Höhle, die wir zuerst ein bisschen erkunden und uns dann unser Leben kosten könnte. Wenn Schwarzblenden nicht wären, natürlich. Am Ende hilft uns das Cover-Pokémon eurer Wahl allerdings aus der Höhle raus und dann gibt es so ein bisschen Talk darüber, dass man es aufpäppeln muss und dass es über die Zeit seine Fähigkeiten zurückbekommen muss. Das ist basically das Main-Fortbewegungsmittel, das ich dann über die Zeit meines Spielens benutzt habe. Und es ist eigentlich ganz cool. Das unterscheidet sich halt kaum davon, irgendwie einen Tauros oder so zu benutzen, um schnell rumzuspeeden. Aber es ist auf jeden Fall ganz charakteristisch. Auch wenn die Motorradästhetik wenig Sinn macht. Die Story funktioniert folgendermaßen. Es gibt quasi 3 Stränge. Ich nenne die jetzt einfach mal den Nemila-Strang, den Cassiopeia-Strang und den Pepper-Strang. Nemila möchte mit euch die 8 Arenen unsicher machen, also ganz traditioneller Stuff hier, und euch zum Champ-Rang verhelfen. Also ihr trefft sie immer an, wenn ihr die Arena-Leiter aufsucht und euch dahingehend weiter bewegt. Pepper möchte mit euch Herrscher-Pokémon wegömmeln, die Geheimgewürze verstecken. Ich rieche so ein kleines bisschen Legends Arceus-Vibes. Und Cassiopeia meldet sich, indem euer Handy gehackt wird und euch gesagt wird, yo, das Rivalenteam, Team Star, ist richtig, richtig gemein und voll böse und wir sollten das auf jeden Fall kaputt machen. Das klingt jetzt auf den ersten Blick ultra plump, aber es gibt immer mal wieder so coole kleine Twists, wenn die Stränge so ein bisschen sich kreuzen, wie beispielsweise, wenn man das erste Mal auf Team Star trifft, Nemila als Schulsprecherin direkt die Leute in die Schranken weist und man wirklich auch direkt beim ersten Encounter so ein bisschen Nervosität bei Team Star merkt und so merkt, okay, die sind sehr die sind nicht einfach nur pur böse und wollen alles kaputt machen, die haben immer noch so ein kleines bisschen Seele. Außerdem hilft es, dass alles von der Akademie ausgeht, indem das so ein bisschen unter dem Motto einer Projektarbeit im Laufe des Jahres gestaltet wird. Das hilft so ein bisschen, die Storystränge beisammen zu halten, weil man immer wieder auch verschiedene Charaktere aus verschiedenen Strängen gleichzeitig irgendwo trifft und dann auch immer mal wieder so ein bisschen Backstory oder Hints kriegt. Es ist nicht super tiefes und ich werde wahrscheinlich super doof angeguckt dafür, dass ich gerade eine Pokémon-Story lobe, weil alle RPG-Diehards gerade ihr Schießgewehr rausholen wollen, dafür, dass ich sowas sage, aber ich bin halt ein Mensch, der nicht viel Kontakt mit Story hat und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die meisten Leute, die Pokémon des Pokémons wegen spielen, kein Problem mit der Story haben werden. Es ist auf jeden Fall nicht super flach und langweilig oder vorhersehbar. Dann gibt's noch Cosima, ein mysteriöser Charakter, den man einmal beim ersten Aufeinandertreffen zwischen Nemila und Team Star sieht, aber die dann einfach komplett wegläuft. Der bin ich bisher nur ein einziges weiteres Mal begegnet, nämlich als mir Vorräte gebracht wurden, als ich eine von Team Stars Basen weggehauen habe, aber mal gucken, was es damit auf sich haben wird. Dann kommen wir aber nochmal zu den Charakteren. Wie gesagt, es gibt ziemlich originelle Momente und sie sind ehrlich gesagt auch ganz schön lebhaft. Ich bin ein sehr großer Fan von Nemila. Sie versprüht diese gute Laune, die man ganz gut gebrauchen kann und die auch zum Vibe der Region und des Settings passt, aber halt ohne komplett over the top zu sein. Man merkt einfach, sie ist enthusiastisch geschrieben, aber nicht albern geschrieben, wenn ihr versteht, was ich meine. Leute, die sich mehr mit Figuren in Videospielen auseinandersetzen, würden wahrscheinlich immer noch behaupten, es sind einigermaßen flache Charaktere, aber okay, ich befinde mich jetzt auch
immer noch am Anfang, ich kann nicht super viel dazu sagen. Das ist immer der Vorteil von einem Ersteindruck, man kann was Unqualifiziertes sagen und es ist einem keiner böse, weil man es nicht besser wusste. Die NPCs, denen man über das Spiel hinweg begegnet und die auch so ein bisschen die Städte belebter machen, haben auf jeden Fall deutlich mehr einzigartige Attribute als in früheren Spielen. Ich hatte bisher sehr selten das Gefühl, schnell ein und denselben NPC hintereinander zu sehen. Das ist in anderen Pokémon-Spielen immer mal sehr gerne passiert, abgesehen jetzt vielleicht von den ganz neuen, so Legends Arceus und Sword and Shield haben das vielleicht nicht. Aber ich habe das Gefühl, die NPC-Figuren unterscheiden sich doch schon stark voneinander. Gerade was Kleidungsstile, kleine Dialogblurbs, Bodytypes und so weiter angeht. Und diese stärkere Individualisierung von Figuren zeigt sich auch darin, was man alles mit seinem Charakter machen kann. Ich hatte am Anfang ein kleines bisschen zu viel Spaß mit diesem neuen Meme-Maker sozusagen und hab ein kleines Farbenfest veranstaltet, weil ich es lustig fand. Aber das sind ja im Prinzip alles gute Sachen. Auch wenn ich es jetzt für alberne Zwecke benutzt habe, hilft das ja trotzdem sehr, sehr vielen Leuten dabei, die sonst in Videospielen vielleicht nicht die Chance haben, ihr perfektes Ich zu kreieren. Ein paar Worte zu den Gameplay-Mechaniken. Es gibt jetzt einerseits die Möglichkeit, an so Poke-Centern, beziehungsweise es sind fast schon Poke-Bars, TMs zu craften. Ich weiß nicht, ob das neu mit diesem Ableger dazukam, aber die Art und Weise, wie es ist, gibt's glaube ich noch nicht. Es gibt parallel zu den Pokédollar, die man sammelt, auch Liga-Punkte und die kann man entweder analog zu Pokédollar mit dem Wechselkurs 1:1 in Shops benutzen, um Sachen zu bezahlen, oder man kann in Kombination mit sehr vielen Pokémon-spezifischen Items TMs erschaffen. Immer wenn man ein Pokémon besiegt, fängt, was auch immer, kriegt man diese spezifischen Items. Das sorgt teilweise für ein bisschen komische Sachen, zum Beispiel sowas wie, es gibt Olivenöl, aber es gibt auch ein Oliven-Pokémon. Was wird da nur passieren? Ich denke nicht, dass ich diese Ergänzung ultra viel benutzen werde, weil bisher jedes Mal, wenn ich geguckt habe, entweder immer nur TMs zur Verfügung standen, die ich mit meinem Team nicht gebrauchen kann oder die halt nicht unbedingt so krass sind oder die meine Pokémon einfach schon kannten. Aber ich glaube, hier dann jede TM irgendwie craften zu können am Ende ist ganz cool, um halt sich, wenn man mit dem Spiel durch ist, das perfekte Team zusammenstellen zu können. Direkt vorab sei gesagt, zu den Terra Raids kann und werde ich daher nichts sagen. Ich habe noch an keinem teilgenommen, weil ich erstmal mich auf den Rest konzentrieren wollte. Plus, ich hatte ja das Spiel einen Tag vor Release, also ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt cool gewesen wäre und ob ich da viel hätte finden können mit meinen Level 10 bis 20 Pokémon. Ich werde auf jeden Fall noch an dem einen oder anderen teilnehmen, weil das gehört ja nun mal auch zu einem der großen Dinge des Spiels hinzu. Es stehen ja überall die Kristalle dafür in der Welt, aber das werde ich jetzt erstmal ausklammern. Dann gibt es noch die S-Kräfte und auch davon habe ich bisher nur relativ wenig Ahnung. Man kann an verschiedenen Ständen entweder Sandwiches oder Eis oder alle möglichen unterschiedlichen Dinge kaufen, die dann verspeisen und dann kriegt man entsprechende S-Kräfte. Bisher hatte ich die immer nur auf Level 1 und ich kann auch nichts mit Eikraft, Fangkraft, Fundkraft bisher, was das Verbale angeht, anfangen. Da müsste ich mich mal tiefer mit informieren, aber das habe ich bisher noch nicht geschafft. Die Routen sind mittlerweile in Zonen umbenannt worden, was definitiv so ein bisschen dabei hilft, den Überblick zu behalten, weil wenn jeder einzelne Pfad jetzt eine neue Route wäre, dann wäre das, glaube ich, sehr verwirrend. Die Zonen bieten aber im Prinzip denselben Zweck. Sie verbinden immer noch größere Orte oder Städte miteinander. Dann gibt es immer mal wieder die Picknick-Leute, sage ich jetzt einfach mal. Die geben einem beim ersten Aufeinandertreffen noch eine Handvoll Zutaten jedes Mal, mit denen man dann selbst Speisen zubereiten kann. Doch dann heilen sie einen immer nur einfach. Also sie refreshen die Pokémon wie im Pokémon Center, aber ich glaube, und die Betonung liegt auf, ich glaube, ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, sie füllen nicht den Terra Orb wieder auf. Was ist der Terra Orb? Der Terra Orb ist so ein bisschen das Headlining-Feature, das was früher mal die Z-Kristalle waren und die Mega-Entwicklungen dieser Welt. Das ist jetzt die Terra-Kristallisierung und ich bin ein größerer Fan davon als von den anderen beiden Gimmicks. Die anderen beiden Gimmicks waren jetzt nicht unbedingt schlimm, aber ich finde die Terra-Kristallisierung, auch wenn sie sich sehr stark mit denen ähnelt, gibt nochmal so ein bisschen extra Flair, indem sie auch mal einen Typ zu einem Pokémon hinzuaddieren kann, den es vorher gar nicht hatte. Das ist ganz cool. Ansonsten, es ist kein super deepes Gimmick und generell, was so Pokémon-Angriffe und Attacken angeht, hatte ich das Gefühl, die Competitive-Welt war sehr besorgt bei einzelnen Sachen. Ich kann mich da nicht beteiligen, denn ich bin ungefähr so weit von Pokémon Competitive entfernt wie von einem gesunden Leben. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das die Competitive-Welt vielleicht nicht unbedingt vereinfacht zumindest. Und der Rest an Gameplay-Tweaks
besteht im Prinzip aus Quality of Life Stuff, den ich jetzt nicht unbedingt ablehnen würde. Was ich jedoch ablehne, ist in Teilen die Welt. Gar nicht unbedingt die Städte oder so, das sind wirklich ziemlich coole Orte, wo man sich mit Sicherheit auch viel verlieren kann. Aber die Zonen wirken dann doch teilweise sehr leer. Es wirkt nicht unbedingt so, als hätte man jetzt irgendwie neue Zonen erschaffen, sondern es wirkt so, als hätte man das genommen, was früher eine Route war und einfach groß skaliert. Meistens kann man sehr weit vom Weg abwandern, aber das Einzige, was man dann findet, ist eventuell ein paar wilde Pokémon, die jetzt sich aber auch nicht von dem unterscheiden, was man nahe am Weg finden würde, oder Items und TMs, mit denen man dann doch ein bisschen zugeschmissen wird. Was nicht unbedingt schlimm ist, das bedeutet, dass man nicht ultra lange warten muss, bis man eventuell kriegt, was man haben will, aber wenn ich schon um die Zeit meines allerersten Ordens rum Top-Beleber finde, geht's vielleicht ein bisschen zu schnell, ich weiß es nicht. Man hat immer mal wieder Lust zu gucken, ob da irgendwas in der Distanz ist, aber viel mehr als ein Item kriegt man nicht und dann ist man auch relativ schnell verlaufen. Man hat zwar eine Minimap unten rechts in der Ecke, aber dadurch, dass die Wege wirklich fast immer genau gleich aussehen, muss man wirklich aufpassen, nicht doch aus Versehen wieder in die falsche Richtung zurückzulaufen. Ich habe mich auf jeden Fall sehr oft dabei erwischt, nochmal auf die Map gucken zu müssen, um auch sicher zu gehen, ob ich richtig gelaufen bin, und oft genug hat es sich dann auch gelohnt, weil ich gemerkt habe, dass ich doch wieder falsch gelaufen bin, weil es einfach am Anfang nicht so auffällt. Wenn man noch nicht so deep in der Welt drin ist, irgendwann gewöhnt man sich mit Sicherheit dran, und vielleicht ist das jetzt auch so ein Ich-Ding, weil ich einfach kaum Open World spiele, aber in anderen Titeln wie zum Beispiel Legends Arceus, wo es deutlich mehr offene Welten gibt, wo es nicht so straighte Wege gibt, die man jetzt irgendwie hätte finden können, hatte ich dieses Problem nicht annähernd so stark, und hier gibt es ja Pfade, denen man theoretisch die ganze Zeit linear folgen kann. Das hilft mir aber irgendwie nur begrenzt. Ich weiß nicht. Wollen wir noch kurz über die Grafik und Technik reden? Oh. Ich liste mal auf, was mir spontan in den Kopf kommt. Shading-Probleme bei den Starter-Pokémon, blinkende HP-Leisten, morphende Felsen beim Laden entfernter Assets, katastrophaler Pop-In, unglaublich niedrige Framerates bei Objekten, die teilweise direkt vor einem sind, und dann einen Cut später ist dieses Framerate-Problem plötzlich weg. Die Texturenqualität ist definitiv eine Qualität der Texturen. Kanten flimmern galore. Das Spiel laggt sehr, 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 sehr gerne, was auch mal zum kurzen Stottern der Musik führen kann. Schwarzblenden ruckeln jedes einzelne verdammte Mal. Generell Überblendungen ruckeln und bleiben teilweise auch einfach stehen oder laufen mit 2 FPS. Ständig ploppen Assets zu spät in Cutscenes rein. Um das zu demonstrieren, muss man so ein bisschen Frame für Frame gehen, aber es fällt auf. Riesige Schatten verschwinden teilweise komplett ohne Grund. Licht lädt unfassbar stotterig und das, obwohl die Welt ultra simpel ist. Windräder drehen sich mit, und ich lüge nicht, 1,5 FPS in der Distanz. Wenn sie sich denn überhaupt drehen. Wolltet ihr schon mal die Radieschen von unten sehen? Die Kamera klebt sich oft genug in den Boden dafür. Es ist leichter, als ihr denkt. Da haben sie sich aber ganz viele verschiedene Sandtexturen rausgesucht. Hoffentlich laden die in der Distanz noch. Oh, ups, tun sie nicht. Und das sind jetzt nur die paar Dinge, die mir eingefallen sind, die sehr am Anfang des Spiels kommen, ohne dass ich nochmal das Footage durchgehen musste. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie sehr Leute eskalieren, die das genauer analysieren oder die genau wissen, wie Spieleprogrammierung abläuft und sich daher erschließen können, was der Quell all diesen Übels ist. Plus, ich habe im Docked Mode gespielt und soweit ich das beurteilen kann, habe ich zwar nicht mit Version 1.01 gespielt, aber das soll jetzt auch nur minimal irgendwas verändert haben. Das Argument, dass die Switch nicht mehr kann, ist tot. Schaut euch Monster Hunter an, schaut euch Xenoblade an, sogar den Teil von 2017, dem Launch-Jahr der Konsole. Dieses Argument ist vom Tisch. Spiele können bedeutend besser aussehen, wenn ein Team, das dahinter sitzt, auch die Zeit hat. Ich merke dem Spiel an, dass da super viel Herzblut drin steckt. Die Story, die Charaktere, das Gameplay, es ist an sich eine kompetente Pokémon-Erfahrung. Game Freak will das ja nicht absichtlich schlecht machen, aber mit deren Release-Politik, wo wir BDSP, Legends Arceus und Scarlet Violet innerhalb von gerade so 12 Monaten released kriegen, ist es auch kein Wunder und einfach fahrlässig. Klar, dass die Spiele dann technisch schwächeln, wenn sie immer größer und größer werden sollen. Scarlet Violet waren jetzt auch die ersten Mainline-Pokémon-Spiele, die wirklich in Reviews dafür abgestraft wurden. Nicht mal Legends Arceus wurde so abgestraft und da haben ja schon viele Leute aufgeschrien. Und es ist schade, weil unter diesem Scherben- und Trümmerhaufen an technischen Problemen, denen man auch
einfach nicht ausweichen kann. Sie beeinflussen jetzt vielleicht nicht unbedingt schlimm das Gameplay, aber sie sind halt definitiv spürbar und sollten einfach nicht da sein bei einem modernen Release. Wenn man all das mal beiseite schiebt, hat man eine extrem kompetente Pokémon-Erfahrung, die mir auch sehr viel Spaß bisher gemacht hat. Ich habe ja nicht grundlos 9 Stunden gespielt an dem Tag, wo ich das Spiel gekriegt habe. Das habe ich noch nie mit einem Videospiel gemacht, das ich erhalten habe, schon gar nicht zu Release. Also ich denke, das spricht für sich und es gibt ja auch genug Pro-Argumente. Ich meine, die Leute, die das Spiel mögen, lügen euch ja nicht an, weil sie denken, es sei lustig. Die haben ja wirklich ehrlichen Spaß. Aber es fällt mir halt extrem schwer, das zu genießen, wenn es unter diesem Haufen an Problemen begraben ist. Man kann zumindest in der heutigen Zeit noch die Hoffnung haben, dass das alles durch Patches irgendwann behoben wird. Ist zwar ein bisschen schade, dass man sich darauf verlassen muss, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fand die Zeit eigentlich ganz nice, in der Spiele fertig auf den Markt gekommen sind und man dann vielleicht ein bisschen länger gewartet hat. Das ist bei Pokémon halt nicht unbedingt krass möglich, weil das alles so mit Merchandise verknüpft ist. Und wenn man dann das Spiel verschiebt, dann muss man auch ganz viele andere Sachen verschieben. Plus, die Videospiele sind ja eigentlich nur noch Tradition, also Pokémon ist ja ein Media-Franchise mittlerweile und kein Gaming-Franchise mehr, was man definitiv auch an den Spielen merkt und das finde ich jetzt auch nicht erst seit der Switch-Ära, es ist halt nur seit der Switch-Ära so schlimm, dass es viel mehr Leute stört, aber ja. Das ist soweit mein Ersteindruck und es tut mir ein bisschen leid, dass ich jetzt mit so viel technischem Genöle hier den Part beenden musste, aber es ist halt doch ein sehr großer Teil der Spielerfahrung gewesen. Am Anfang habe ich mich noch sehr darauf konzentriert, weil ich halt wusste, dass es drin sein sollte und dann ehrlich gesagt geschockt war, wie schnell das alles auffällt, was es für Probleme gibt. Später habe ich mich nicht mehr darauf konzentriert, aber es halt immer wieder gemerkt und auch die Leute, mit denen ich im Discord-Anruf war und die das Gameplay verfolgt haben, haben sich gedacht, yo, was geht da ab? Yo, kleine Ergänzung noch, die ich in meinem nächtlichen Skript aus irgendeinem Grund komplett vergessen habe. Der Soundtrack slappt. Also, ich habe bisher noch keinen Track mitbekommen, der mir nicht gefallen hat. Es gibt noch nicht sehr viele davon auf YouTube gerippt und wenn, dann sind das nur Tracks, die extrem viel Spoilerpotenzial haben. Deswegen habe ich nichts davon in dem Video hier eingebaut, weil da sind dann so ein Final Boss Theme und irgendwas Top 4. Das ist natürlich alles schon online, so irgendwie von der Orangenakademie hat man noch nichts hochgeladen, weil ist ja am Anfang des Spiels, ist ja langweilig. Aber vertraut mir, Toby Fox hat ja glaube ich diesmal noch mehr mitgewirkt am Soundtrack. Man merkt es, die Tracks sind extrem empfehlenswert. Aber das soweit jetzt erstmal von mir. Jetzt werde ich mich erstmal die nächsten Tage daran setzen, das Spiel durchzuspielen, soweit ich halt die Möglichkeit habe, während ich meine Hauptkanal-Dezember-Videos alle nebenbei noch vorbereite. Mal gucken, wie das so läuft. Auf jeden Fall, danke fürs Anhören meines Geschwafels hier. Wir sehen uns jetzt erstmal beim nächsten Mal wieder. Haut rein, lasst gerne Däumchen nach oben und ein Abonnement da und bis bald. Lasst die Sonne brennen. Tschüss. Boah, meine Stimme ist rippig, ich sollte mehr schlafen.